Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, die letzte Folge. Also ich denke nicht, dass noch eine kommen wird. Der Krieg gegen Willy geht in die letzte Runde. Einmal ganz kurz zur Übersicht. Wir fliegen hier mal hin. Hier ist längst alles erledigt. Ich sehe aber, er hat da noch Schiffchen. Okay, der spekuliert halt hier wieder, ne? Bis hier der Timer abläuft, dann wird er sich hier gerne wieder ansiedeln. Aber zum Glück habe ich ja hier nochmal zwei Kriegsschiffe übrig gelassen. Die schicken wir gleich mal dorthin. Alte Welt, da sind wir noch ein bisschen beschäftigt mit der ganzen Nummer. Hier unten haben wir diese drei Inseln, wo jetzt so langsam der Fokus drauf liegen wird. Die Verbände werden zusammengezogen. Und hier hat er ja dummerweise aus irgendeinem Grund ist hier ein Waffenstillstand. Der dauert noch ein bisschen über 20 Minuten. Müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen abwarten. Esköping, die nächste Insel erobert. Ausgezeichnet. So, und ich denke, hier können wir dann langsam auch loslegen. Wobbly Bridge. Das passt auch irgendwie. Willy Wibblesock Wobbly Bridge. Dann legen wir los. Greifen wir direkt auf bei dieser Insel hier an. Ah, der nimmt mich eh schon unter Feuer hier. Es kommt keine Gegenwehr. So, Angriff. Auf geht's, Leute. Ja, komisches Gefühl, wenn man weiß, das ist jetzt wirklich die letzte Folge. Aber es ist nun mal so. So, bringen wir die mal alle hier schön in Position. Ein bisschen näher ran, ruhig. Dann wie üblich Feuer auf die Verteidigungsanlagen konzentrieren. Viel hat er ja hier nicht. Erschreckend wenig, um ehrlich zu sein. Die beiden Türme sind schon weg, dann können wir hier direkt aufs Kontor gehen. Ah, hier ist noch einer, okay. Dann haben wir auch gleich Plot gemacht. Und dann gehen wir hier hin. Da sonst noch irgendwo was hier auf der Insel? Nö, sieht nicht so aus. Hier drüben auch nichts, da nichts, dort nichts. Nö. Okay. Also nur diese Hafenanlagen hier. Gut, gehen wir ein bisschen näher dran. Schießen alles zu Klump. War es das schon? Flamingo? Nee, das ist ja wieder. Das ist hier drüben irgendwo, glaube ich. Okay, das war die hier. Gut, haben wir jetzt gar nicht mitbekommen. Alles klar. Dann sind wir in der neuen Welt auch fast durch. Sehe ich das richtig? Einmal kurz Blick auf die Karte geworfen. Ja, passt. Alles klar. Dann kommt die erstmal wieder in die Mitte. So, wo sind wir jetzt wieder? Wobbly Bridge. Ah, okay, das ist die in der alten Welt. Und hier drüben hat er ja noch eine. Das werden wir auch gleich erledigt haben hier. Letzter Standort in der neuen Welt. Orizalva. Sobald die weg ist, ist hier Ruhe. Die freuen sich, die Piraten. Wenn wir mal in die Diplomatie reinschauen. Also zumindest sie ist total begeistert. Okay, das war schon, oder? Sieht so aus. Ah, hier drüben wird noch ein bisschen gefeuert. Bringen wir da auch nochmal Ruhe rein. Wir haben tatsächlich nochmal ein Schiffchen verloren hier. Nicht zu fassen. So, wir haben ja hier Artillerie. Also auf geht's. Feuer frei. Volle Ladung hier reinhalten. Oh ja. Das schlägt ein. Na? Okay, das soll es gewesen sein, ne? Dann können wir hier aufs Haupthaus gehen. Und dann war es das ja im Wesentlichen schon. So, es kam, glaube ich, auch gerade die Meldung, dass Flotte die Region erreicht hat. Das betrifft die alte Welt. Dann haben wir da jetzt ordentlich Verstärkung. Da können wir in die letzte große Offensive reingehen. Man muss gleich nochmal in der Arktis schauen, weil da haben wir ja noch das Problem mit dieser einen Insel, die man nicht mit militärischen Mitteln einnehmen kann. Da müssen wir gleich mal schnell dran. Und das machen wir direkt. Nicht, dass er noch irgendwie dazukommt. Ah, sehr gut. Wunderbar. Das warten wir jetzt ganz kurz ab. Und dann gehört uns ja diese Insel hier. Die kann man halt dummerweise nicht auf andere Art und Weise einnehmen hier, diese erhöhten Inseln. So, ne? Ich habe keine Einflusspunkte mehr. Ich glaube, ich bin. Ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ja, schnell ein paar Verteidigungsanlagen zurückbauen, oder? Das brauchen wir ja alles nicht mehr. Zack, der Gebärda kann weg. So, das reicht schon. So, wer hätte das gedacht? Okay. Zack. Ach, okay, ich muss nochmal abwarten.
Okay, in 10 Minuten kann ich die Übernahme beginnen. 10 Minuten. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Okay, alles klar. Gut, dann wo sind wir denn? Die Insel ist so gut wie fertig. Reine Formsache. Und dann sind wir fast durch in der Arktis. Ich hoffe mal, dass er jetzt keine Anteile mehr zurückkauft. Aber das hat er bislang nicht gemacht. Also, es gab ja, hat er nichts dagegen unternommen, dass ich mich hier komplett einkaufe auf dieser Insel. Von daher wird das schon passen. Dann können wir hier direkt nochmal... Ach, wobei, die kann ich nicht angreifen, ne? Der wartet halt jetzt hier. Aber dann stellen wir hier schon mal Schiffe ab. Falls es doch noch zu einer weiteren Übernahme kommt. Okay. Den haben wir auch eingesackt. Zugefügter Moralverlust 75 und mit verbleibender Inselmoral von 25 geht Alpine in die Geschichte ein. So, dann haben wir uns hier alles unter den Nagel gerissen. Wo war das denn jetzt? Moment mal, wo sind denn meine Schiffchen? Da. Flotte erwartet Befehle. Okay, dann stellen wir hier noch einen ab. Der Rest. Hi. Hier dümpelt noch einer rum. Nehmen wir den noch aufs Korn. Da hat er auch noch ein Schiff versteckt. Oder? Ach nee, Moment, das ist die Werkstatt. Okay, alles klar, dann gehen wir nochmal Position 1. Alte Welt, hier ist Ruhe. Das heißt, dann gehen wir hier drüben dran und machen hier in Stars Burg weiter. Sehr gut. Wie lange müssen wir hier noch warten? Viertelstunde. Naja, das kriegen wir alles über die Bühne in dieser Folge, so oder so. Gar kein Problem. Da hat er noch einen Tanker rumdümpeln. Also ich glaube, bei ihm, der ist jetzt auch ratlos, ne? Der hat auch gar keine Kriegsschiffe mehr, oder sehe ich das richtig? Das war's einfach. Schiff unter Beschuss. Also er ist schon geschlagen. Das ist wirklich nur noch Formsache hier. Flotte segelt in Formation. Alles noch ordentlich abarbeiten. Gut, das kann man laufen lassen. Hier ist ja längst alles erledigt, ne? Wo sind denn meine ganzen Schiffe? Sollen wir da auch nochmal ein bisschen was abziehen? Damit es ein bisschen schneller geht. Wird nicht nur. Die kommen wahrscheinlich gar nicht mehr an in der Kürze der Zeit. So. Insel erobert. Gut, hier nochmal ganz. Sieht irgendwer noch was Gelbes? Nee, das war's, ne? Okay, hier sind wir durch. Hier auch gleich. Beziehungsweise, wir sind schon durch. Da hat er zumindest noch irgendwie ein Schiff. Auch nochmal ein Luftschiff. Ja, er gibt sich halt noch nicht ganz auf, ne? Er gibt sich noch nicht ganz auf. Der spekuliert noch irgendwie vielleicht drauf, dass er doch noch irgendwo was übernehmen kann. Aber es wird ihm nicht gelingen. Gut, gegen das Luftschiff können wir nichts machen. Den lassen wir hier einfach so vor sich hin dümpeln. Wo sind wir jetzt? Starsburg. Das war ja die von gerade eben, oder? Nee. Okay, einmal so ein bisschen sortieren. Da ist alles erledigt. Hier, das war diese Insel. Okay, da haben wir auch wieder ein paar Verluste eingefahren. Gut, dann gehen wir hier dran. Ja, dann aus. Dann haben wir es gleich. Hier müssen wir noch eine Viertelstunde warten. Hier drüben ist alles gut. Ich gebe auf! Also, er gibt auf. Achso, ich dachte, er gibt auf. Ja, also Entschuldigung, tut mir leid. Genau, es geht halt immer nicht. Schön nachtreten. Die Politik hat entschieden. Da machst du nix. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich auch ein Luftschiff, oder? Ach nee, der ist ja ganz alleine unterwegs. Es ist echt so mies. Okay. Ja, krass. Wir sind fast durch. Ne? Wir sind fast durch. Willy ist fast am Ende. Bei dieser Insel hier müssten wir noch irgendwie so knapp 5 Minuten haben, bis wir die übernehmen können. 5,5 Minuten. Mhm. Okay. Dann passieren nur noch hier so ein paar Dinge. Okay. Dann konzentrieren wir uns mal auf diese Insel hier, machen die platt. Und dann können wir die ganze Flotte schon mal da hochschippern lassen. Aber das wird nochmal so ein richtig, richtig fieser, geballter Schlag, wenn wir jetzt da hier oben dann gleich die Insel angreifen werden. Vielleicht kommt ja in der Zwischenzeit auch noch die dritte Flotte hier irgendwie eingefahren.
Dann haben wir da nochmal irgendwie knapp 20 Kriegsschiffe oder so. Ihr schickt mal schon mal alle dahin. Und sobald der Timer da abläuft, knallt's halt. So. Kollapsingen ist ja auch geil. Ja, die werden auch gleich kollapsen. Wenige Minuten wird das hier dauern. Tja, ja. Es gibt eben keine Liebe mehr unter den Menschen. Ich kann noch mal ein bisschen zündeln. Feuerfrei, was das Wort ist. Hier haben wir noch mal ein bisschen was. Und dann können wir auch direkt ins Hauptgebäude gehen. Ja. Seine vorletzte Ansiedlung. Handwerker-Level. Gelehrte hat er hier tatsächlich auch. Hat er hier sonst irgendwo noch irgendwas übersehen? Nee. Nee. Das haben wir gleich. Kollapsingen wird gleich kollapsen. Können wir uns hier ganz gemütlich in der Postkartenperspektive ansehen. Gehen wir mal hoch. Ja. Die letzten Minuten von Kollapsingen. Der arme Kerl. Die Windmühlen arbeiten auch schon nicht mehr. Hier ist ja auch keine Arbeitskräfte mehr zu sehen, ne? Haben die schon aufgegeben? Mine ist auch aus. Tja. Ja, weil halt auch überall Aufstände sind, ne? Da überall Demonstrationen. Die haben wohl keinen Bock auf den Krieg. Polizei ist im Einsatz. Alle Kräfte gebunden. Ich würde zu gern in seine Statistiken mal reinschauen, wie das da aussieht mit den Arbeitskräften und so weiter. So, was ist nun los? Nein! Warum? Wie kriegt er das denn ständig hin? Warum? Was ist hier passiert? Ich verstehe es nicht. Aber sie gehört doch mir. Ach! Ach! Alles klar. Gut. Ja, dann. Aber ich würde sagen, vielleicht für so einen letzten kleinen Akt machen wir das hier trotzdem dann militärisch. Die könnte ich jetzt natürlich übernehmen. Aber wir können das auch einfach ein bisschen überspringen gleich. Wir ziehen mal die gesamten Kräfte hier zusammen. Schauen mal, wie lange die andere Flotte noch braucht. Ja gut, das könnte sich vielleicht sogar noch ausgehen. Und dann lassen wir es noch einmal richtig schön knallen, bevor wir zum Ende kommen. So, hier dürften wir doch... Ja, fast. Okay. Das spulen wir ein bisschen vor. Und ansonsten, hier sehe ich nichts mehr. Letzter kleiner Kontrollblick. Letzte Insel. Nichts mehr. Nichts mehr. Da kurft noch irgendwie so ein bisschen was rum. Achso, okay, das war das Luftschiff hier. Verzweifelt. Ganz verzweifelt. Okay, gehen wir hier hin. Zack. Lassen den einmal runtersausen. Und dann werden wir nochmal einen ganz kleinen Break machen, um die Wartezeit zu überbrücken. Bis wir hier eben den letzten Stoß versetzen. Oder wir machen... Ach, machen wir vielleicht... Wir schauen mal ganz kurz bei Dings vorbei hier am Kap, würde ich sagen, oder? Das sind ja jetzt nur noch wenige Minuten. Jetzt hat er auch hier mittlerweile alles, was er noch irgendwie so an Schiffchen hat. Und das sind natürlich nur die, die wir nicht angreifen können. Zieht er jetzt zu seiner letzten Insel hin. Also das ist jetzt wirklich sein letzte Bastion. Schon eine miese Nummer, gell? Muss man schon sagen. In die Enge getrieben, eingekeilt, eingekesselt. Und ohne jegliche Aussicht, dass er hier noch irgendwie rauskommt aus der Nummer. Draußen sammelt sich die Flotte langsam. Habe ich die jetzt schon alle abkommandiert? Ein paar sind noch irgendwo untätig. Neue Befehle? Wobbly Rich. Wir schicken alles hin, was wir da jetzt haben. Ah, okay, hier ist der ganze
Das sind die. Die anderen sind noch unterwegs. Okay, alles klar. Wir gehen hier vielleicht nochmal ganz kurz hin. Abschließend. Das sind die ganzen Inselchen, die wir ihm noch abgenommen haben. Auch erstaunlich. Also er hatte sich schon relativ ausgebreitet. Er hatte halt viele Inseln, aber wirklich nur diese ganzen kleinen Kackinseln. Wobei, die gehört sowieso schon längst mir. Er ist halt auch mühsam, mit so ganz so vielen kleinen Inseln da irgendwie voranzukommen. Das war die einzige große Insel, die er hatte. Und die ist jetzt auch nicht wirklich groß. Molkenkirke. Gut. Dann, wo wir eh gleich durch sind. Werfen wir hier nochmal einen ganz kleinen Blick drauf, damit ihr einfach abschließend das Ganze hier nochmal ein bisschen im Blick haben könnt. Aber ihr kennt das ja alles sowieso. Meine Hauptstadt, Crown Falls. Relativ prächtig geworden, die ganze Nummer. Was da Zeit vergangen ist. Von den ganz kleinen Anfängen, da unten irgendwo. Winzig kleine Siedlungen. Dann ist das so ein Ding geworden. Dann kamen diese ganzen DLCs dazu. Die Hochhäuser, der Palast, der ganze Kram. Plus die ganzen Mods, die ja auch noch dazu kamen. Die ja hier auch noch mit in Form von diversen Bauwerken da hineinkamen. Schon erstaunlich, ne? Das Gelehrtenviertel hier oben. Hat sich schön entwickelt, finde ich, im Laufe der Zeit. Schiff vom Start ohne Worte. Gelaufen. Sogar noch ein bisschen Platz für Landwirtschaft gelassen. Bisschen was Ländliches, Idyllisches. Hier draußen an diesem schönen See. Ist auch wirklich eine nette Ecke, ne? Habe ich die Grafik eigentlich irgendwie verändert? Wasser sieht so komisch aus. Eigentlich ist immer alles auf hoch eingestellt, oder? Oder ganz hoch. Naja, ist ja auch egal. Letzte kleine verbliebene Dorf. Dann da unten die Großstadt. Der Kaiserdom. Die Weltausstellung. Der Palast hier vorne. Die etwas gehobeneren Wohngegenden hier drüben. Viele, viele Mods. Die ganzen alten Gebäude aus dem alten Teil oder aus den alten Teilen. Das waren ja mehrere. Ich glaube 17.0 Dingsbums, ihr wisst schon. Und 14.04. Da gab es ja einige Gebäude. Da unten die Hafenstadt. Da könnten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Die habe ich ja in der Folge eigentlich nochmal als Zeitraffer gebracht, als die Frage aufkam, wie wir dann hier weitermachen müssen, ne, mit der Abstimmung und so weiter. Der eigentliche Inhalt der Folge sollte ja ursprünglich mal die Hafenstadt werden, aber ist nett geworden, finde ich. Die sah am Anfang wirklich nicht gut aus. Ja, man hätte noch viel mehr machen können, ne? Also keine Frage. Und jetzt hätte ich ja auch noch ein bisschen mehr Platz, nachdem ich dann hier gleich alleine sein werde. Die Industrie hätte man hier noch komplett runternehmen können. Aber ich meine, insgesamt ist es so halt eine schöne Mischung auf der Insel. Ja, dieser ganze Innenstadtbereich mit den Hochhäusern, gemischte Wohnviertel, bisschen Industrie auch noch mit drauf auf der Insel und so weiter. Ach ja, und die ganze Eisenbahngeschichte. Stadtbahn und so weiter. Hauptbahnhof hier vorne irgendwo. Da, der Hauptbahnhof. Ja, Crown Falls triumphiert. Steht über allem. Last Man Standing. Das Weltreich. Alle anderen ausgerottet. Wer hätte das gedacht, dass es mal so enden wird? Also eigentlich war es ja von Anfang an klar. Das war schon der Plan. Nur um das klarzustellen. Dass das große Finale wird, dass ich alle anderen noch ausradieren werde. So, 2 Minuten 14. Dann haben wir es ja gleich. Gehen wir hier nochmal kurz dran. Setzen uns hier nochmal kurz auf den Berg drauf. Lassen nochmal den Blick schweifen. Das war ja die Ursprungsinsel, ne? Also für die vielleicht irgendwann später eingestiegen sind. Übrigens an der Stelle, ich nutze jetzt auch schon mal die Gelegenheit. Vielen, vielen Dank für die unglaublich lange Zeit mit weit über 350 Folgen. Ich weiß von vielen Leuten aus den Kommentaren, dass einige doch von Anfang an wirklich dabei waren und bis zum Ende dabei geblieben sind. Einige sind irgendwann auch mal ausgestiegen, haben sie mir geschrieben. Klar, verständlich, irgendwann
ja, gab es ja auch nichts Neues mehr zu sehen in dem Sinne. Viele sind aber auch irgendwann im Laufe der Zeit erst dazugekommen. Also an jeden Einzelnen vielen, vielen Dank für die jahrelange Aufmerksamkeit, muss man ja fast schon sagen. Und für die rege Beteiligung in jeder Hinsicht. War wirklich eine Reise, also das kann man schon sagen. Das war, glaube ich, dann wahrscheinlich auch das längste zusammenhängende Projekt, was überhaupt mal lief, oder? Ich meine, die ganzen Transportfieber-Geschichten dauern schon immer eine ganze Weile, aber also so viele Folgen über so einen langen Zeitraum, das hatte ich halt auch noch nie. Und war auch nicht abzusehen vom Anfang. Ich dachte schon, dass Anno lange dauert. Klar, das liegt irgendwie in der Natur der Sache, aber ich dachte dann vielleicht wären es 100 Folgen, wer weiß, aber dann solche Maßstäbe hier. Richtiges Longplay in dem Sinne. Schon krass. So, letzte Minute läuft. Willy. Schau mal hier vielleicht auch nochmal ganz kurz rein. Ich denke mal, ich bin ja, wenn ich hier durchlaufe, wahrscheinlich nicht der beliebteste Mensch auf Gottes Erden hier. Moment mal, geht man... Ach doch, mein Jetpack geht. Da hinten, da warten sie, die komplette Flotte. Machen wir hier nochmal ein bisschen Trouble. Na, hier die Verzweifelten, die besaufen sich hier nochmal im Pub. Die wissen genau, jetzt ist es vorbei. Hier wird nochmal Musik gemacht. Alle Fässer hier aufgereiht. Ja, gar nicht so unrealistisch, denke ich. In irgendeiner richtig aussichtslosen Lage. Was willst du machen? Ich bin bereit zur Marine. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. So, knallt schon da draußen. Die Ruhe vor dem Sturm. Wir sind hier quasi nochmal der Agent. Ja, komme ich hier irgendwie wieder raus? Jetzt legen sie los, seht ihr? Da knallt's. Schauen wir uns natürlich hier irgendwie rauskommen. Nochmal Richtung Hafen runter. Das Ende von Willy Wibblesock. Nach so langer Zeit. Hat das verdient? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, ne? Aber es hilft ja nichts. Da sind doch noch Schiffe von ihm da hinten. Seht ihr? Die hauen ab. Moment mal. Kümmert euch darum. Oder waren das meine eigenen Schiffe? Ach, das sind meine eigenen. Ja, ja. Ich dachte schon. So. Ja. Das war's dann auch. Finger weg von meinen Häusern. Er fragt jetzt auch gar nicht mehr nach. Also er versucht es gar nicht mehr irgendwie mit dem Friedensvertrag oder so. Er hat es, glaube ich, jetzt mittlerweile selber eingesehen. Dass er dem Untergang geweiht ist. Ja, wir lassen das einfach so laufen. Die machen das schon. Müssen wir, glaube ich, nicht nachhelfen. Da unten. Ach, die weiteren Aufstände. Die fordern wahrscheinlich, dass er doch bitte einen Waffenstillstand ausruft. Schaut euch das an, wie es da abgeht da unten. Da hätte ich bei den anderen Inseln auch ein bisschen genauer drauf schauen sollen. Riesige Aufstände, überall die Menschenmassen. Ach, zum Glück war ich nie in der Situation. Ach, da hinten müssen wir vielleicht auch nochmal dran gehen, um die Insel ganz zu bezwingen. Weil hier... ist schon irgendwie alles so ziemlich in Rauch aufgegangen. Schauen wir mal. Naja gut, die sind, das ist gleich soweit. Das haben wir gleich. Nehmen wir also mal so eine ganz kleine Truppe und schicken die mal noch hier rüber, falls das hier vorne nicht reichen sollte. Historischer Moment, Freunde. Das ist ein historischer Moment. Willys Untergang. Willys Untergang und gleichzeitig die letzte Folge. Das passt doch. So, die wenden sich ab, haben hier also nichts mehr zu tun. Dann müssen wir einfach, was? Irgendwer hat... Oh, verdammt. Falsche Taste. Irgendwer hat ein Schiff von mir angegriffen gerade. So. Wo war das denn? Ach so, hier drüben. Okay, alles klar. Gut. Sie haben meinen Hafen, Mom. Was jetzt? Insel erobert und das dürfte es gewesen sein für die Willy, oder? Das dürfte es gewesen sein. Zack. Ab hier? Wie so eine Art Vasall? So, kommt da jetzt nicht noch irgendwie eine Meldung? Schauen wir mal bei der Diplomatie nach. Willy ist weg. Okay, wir sind tatsächlich mit den Piraten. Jetzt die letzten
verbliebenen Überlebenden hier in der Inselwelt. Gut, ich würde halt super gerne jetzt nochmal irgendwie so ein paar Daten liefern, aber ich glaube, wo waren denn nochmal diese, da sind die ganzen DLCs, Errungenschaften, bestes Ergebnis, ach, was war denn hier, habe ich auch noch nie reingeschaut, oder? Was ist das denn alles? Naja gut, wenn ihr euch das anschauen wollt, pausiert einfach das Video, ne? Handelsschiffe, Kriegsschiffe, Luftschiffe, ist das so, sind Gesamtstatistiken oder was ist das hier? Meistproduzierte Ware? Tatsächlich. Auf Lager aber, oder? Bedeutet, von denen haben wir einfach am meisten eingelagert. Weltweite Lagerung, meistproduzierte Ware, Hochräder. Tatsächlich, die Hochräder. Einkommensbilanzen. Gut, die machen jetzt natürlich Minus, weil wir diese ganzen Inseln übernommen haben, denke ich mal. Gesamtkosten. Spiel, die Spielzeit. Leck mich an der Dings. 330, 51, 41. Zeit läuft auch noch. Krass. Ja, mal ein Screenshot von. Zack. Krass, krass, krass. Schwierigkeit normal. Das sind, glaube ich, die ganzen DLCs, ne? Ja, ja, ja. Kam ja einiges im Laufe der Zeit dazu. Sonst noch irgendwas, was hier irgendwie von Belang ist, was ich euch zeigen könnte? Das sind hier irgendwie diese ganzen komischen Errungenschaften. Ich habe da nie ernsthaft reingeschaut. Hätte man auch irgendwie noch ein paar Sachen machen können. Moment mal. Ach, hier, oder? Da ist es doch. Nee, das ist die Übersicht. Kleinen Moment. Ja genau, hier können wir nochmal ganz kurz reinschauen. Statistiken, falls das irgendjemanden interessiert, was es hier noch so zu sehen gibt. Alle Inseln, ich würde mal so sortieren lassen, damit wir die Gesamtstatistik haben. Ist das wirklich... Achso, das sind die Investoren hier. Da sieht man die einzelnen Bevölkerungsgruppen. Ja, wen das interessiert, auch da kann man natürlich einfach das Ding pausieren hier, wer sich das anschauen will. Wir gehen es einmal kurz so ein bisschen durch. Sind das wirklich alle meine Items? Ja gut, ich habe viele Items. Könnte schon sein. Ja, das wird schon hinkommen. Junge, Junge, Junge. Eieieiei. Ja, nicht schlecht. Finanzen vielleicht nochmal ganz interessant. Einkommen 2,4. Ja gut, jetzt auch nicht so spannend, ne? Hier könnte man noch schauen, was so alles eingelagert ist. Ich hätte noch ein bisschen Holz abzugeben. Und hier die laufenden Produktionen. Okay, aber gut, ich meine, das ist jetzt alles nur so ein bisschen Makulatur. Ein paar Daten, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Aber gut, dann sind wir durch. Bedankt habe ich mich schon. Und wie gesagt, das war wirklich eine Reise hier nach so langer Zeit, anno 1800. Und ihr wisst ja Bescheid. Fahrplan steht, habe ich euch ja mitgeteilt. Anno endet jetzt erstmal, dann kommt Planet Zoo. Und wenn wir damit irgendwann durch sind, auch da kann ich überhaupt nicht abschätzen, wie lange wir da unterwegs sein werden, wie lange das Spaß macht, wie lange es einfach was zu tun gibt. Und wenn das abgespult ist, dann irgendwann in ein paar Monaten möglicherweise werden wir nochmal zurückkehren. Voraussichtlich direkt wieder bei Anno 1800 einsteigen oder vielleicht auch bei 1404. Machen wir vielleicht einfach nochmal eine Umfrage, wenn es soweit ist. Dann könnt ihr das einfach entscheiden. In diesem Sinne, wir beenden das hier. So, Crown Falls. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut und bis bald.